Ja, hallo, hier bin ich wieder mit Zurück in die Zukunft. Ich habe gemerkt, ja, weil meine Stimme letztes Mal zu leise war und ich hoffe, sie ist jetzt wieder normal zu hören. Zum Teil lag das am Mikrofon, aber auch, ich habe gemerkt, dass hier alles auf volle Lautstärke stand. Ich weiß nicht warum, ich habe es nicht so eingestellt, also keine Ahnung. Also jedenfalls lag es wahrscheinlich hauptsächlich daran. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, was ich als nächstes mache. Hill Valley Rathaus, wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen, Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber. Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Das ist doch Edna. Die ist mit Sicherheit jetzt seine Frau. Und wenn nicht, dann seine Sekretärin oder beides. Oder seine Sekretärin und seine Biff? Geliebte. Doc? Ach du Scheiße. Doc, warte! Ich muss mit Ihnen reden. Oh je. Tourismusministerium. Kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand Urlaub macht. Gottes Willen. Okay, ja, wir merken schon, hier können wir anscheinend nicht lang mit Marty. Also ich finde, man hat schon gesehen, dass Doc sehr anders aussieht. Ich habe auch so die Befürchtung, er ist jetzt wahrscheinlich sehr arrogant. Das ist meine Befürchtung, ich weiß es nicht. Heftig. Nee. Bei dem kommen wir nicht weiter. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Immer dieses blöde Burger. Da denke ich immer an den Burger zum Essen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo Biff ist. Den habe ich doch hier irgendwo gehört. Ach. Beziehungsweise gesehen, ja. Biff? Hey, du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown Kadett des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger Plus Programm interessiert? Brown Kadett des Monats. Ich glaub's ja nicht. Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist, war da Doc Brown drin? Doc, das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf, ein echter Mistkerl. Was er nicht sagt. Was meinst du mit schwarzes Schaf? Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen, verstehst du? Na klar. Ja, was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum: Bürger Plus oder Knast. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger Plus Programm ist es für mich körperlich unmöglich.
Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Ach du großer Gott. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Kann man sich bei ihm gar nicht vorstellen. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Super. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger-Plus-Programm hilft... Ach, soll er uns halt alles erzählen? Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der sich so extrem geändert hat. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. Oh Gott. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Na super. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der Erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? In seiner Dämlichkeit hat sich aber nichts geändert. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, bäh. Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Quäl mich nicht. Warum kotzt der? Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Dieses Mal? Okay, ich glaube, das war's mit ihm. Bis später, Biff. Tschüss, Martin! Und jetzt sagen alle plötzlich Martin. Ich meine, er heißt ja Martin, aber alle sagen eigentlich seinen Spitzname Marty. Sagt Was ja irgendwie hat Jen keiner. Jetzt vor? Gott, die Stimme schon wieder. Was hab ich das jetzt richtig verstanden? Irgendwie das Knacken von Fingergelenken oder sowas? Kann das sein? Ich will nur mal ganz kurz. Ich mach
doch noch ein Tickchen leiser. Also ich hatte das ja auf voller Lautstärke. Kein Wunder, dass man mich nicht, überhaupt nicht gehört hat. Ich weiß noch nicht mal, was das hier ist. Und hey, er drückt gleich. Kannst du nicht lesen? Oh, du bist's, McFly. Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure Spießigkeit ihn ruhen lassen soll. Oh Mann, was ist das nur für eine Welt?